Willkommen, Thema dieses Videos ist Kündigung bei Betriebsübergang. Das ist in aller Regel ein Verkauf eines Betriebes an einen neuen Eigentümer. Was ist da mit den Arbeitsverhältnissen? Was passiert dann mit den Arbeitsverhältnissen? Gibt es da irgendeine Sicherung? Gibt es da irgendeinen Bestandsschutz? Das sind die Fragen, die wir in diesem Video klären, in dieser Mindmap. Die Rechtsgrundlage ist im BGB, ja, Lex Generalis, ich habe es oft gesagt, Paragraph 613a BGB. Diese Buchstaben hinter den Zahlen deuten immer darauf hin, dass dieser Paragraph später eingeführt wurde, weil man die Systematik nicht ändern wollte. Na, sonst müsste man alles sozusagen eine Nummer weiterschieben und dann kämen die Leute, die es irgendwann mal studiert haben und wissen, der Paragraph steht für den Inhalt, kämen durcheinander und müssen das alles wieder neu lernen. Na, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man hier mit den Buchstaben arbeitet, ja, damit der 614, 615, 616 der Paragraph bleiben kann, der er vorher war. So, was ist hier los? Nehmen wir das Ergebnis direkt vorweg. Betriebsübergang nach Paragraph 613a im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, regelt einen Bestandsschutz. Bestandsschutz für die Arbeitsverträge. Ja, also wenn der neue Eigentümer den Betrieb übernommen hat, dann ist er konfrontiert damit, dass die Arbeitsverträge, so wie sie geschlossen sind, erstmal einen Bestandsschutz haben. Die entscheidende Frage ist, wie lang. Und da ist die schlechte Nachricht, Frist ein Jahr. Es besteht also nur ein Bestandsschutz von einem Jahr. Und wenn wir uns mal klar machen, wie schnell ein Jahr vergeht, dann ist das auch subjektiv eine sehr kurze Frist. Das heißt, wenn ein Betrieb übernommen wurde, aufgekauft wurde, können Amerikaner sein, sind in den letzten Jahren mehr und mehr auch Chinesen gewesen, dann machen die das nicht ohne Grund. Und der Grund, der diese Leute motiviert, hat mit Menschlichkeit und mit Fürsorge nichts zu tun. Gar nichts. Ja, machen wir uns das bitte klar. Hat damit nichts zu tun, sondern mit reinen Profitüberlegungen oder mit Machtüberlegungen oder eine Kombination daraus. Ja, wenn also der vorige Eigentümer zum Beispiel keine Kinder hatte oder die Kinder wollten was ganz anderes machen mit ihrem Leben und er hat dann irgendwann keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als den Betrieb eben zu verkaufen, der hat ein gutes Angebot bekommen, ja, dann würde, glaube ich, jeder Arbeitnehmer in der Position des Arbeitgebers, des Betriebsinhabers, das auch so machen. Ja, das ist ja ein häufig, zumindest häufig genanntes Problem, dass die Nachfolge nicht befriedigend geregelt ist für den deutschen Mittelstand. Ja, und wenn dann eben jemand zum Beispiel entsprechend die Kinder gar nicht da sind oder die Kinder eben was anderes machen wollen, als den Betrieb des Vaters zu übernehmen, dann kann es zu solchen Situationen kommen. Und wenn der alte Eigentümer ein fürsorglicher Chef war, dann rechnen Sie bitte damit, dass in dem Moment, wo der Betriebsübergang wirklich vollzogen wurde, der Verkauf vollzogen wurde, es damit vorbei ist. Und glauben Sie bitte nicht, dass das wiederkommt. Also in diesem einen Jahr, wo man den Bestandsschutz noch hat, sollte man dringend sich nach Alternativen umsehen. Jetzt gibt es ein paar Spezialfragen noch. Das Wesentliche ist jetzt hier gesagt. Jetzt gibt es ein paar Spezialfragen. Zum Beispiel ist Outsourcing gleich Betriebsübergang. Na, Sie wissen, was Outsourcing ist. Das ist das Auslagern von betrieblichen Funktionen. Ist das gleichzeitig ein Betriebsübergang, wenn man zum Beispiel das Reinigen nicht mehr selber macht, sondern eine externe Firma mit dem Reinigen beauftragt, also die Funktion des Reinigens auslagert, neudeutsch outsourced,
ist das ein Betriebsübergang? Und da sind sich die Gerichte nicht ganz einig. Das Bundesarbeitsgericht sagt hier, sagt nein, das ist kein Betriebsübergang. Warum? Die Begründung des Bundesarbeitsgerichts ist, die Betriebsmittel werden nicht übertragen. Die Betriebsmittel werden nicht übertragen, und das ist richtig, denn der externe Reiniger dieses Reinigungsunternehmen kommt mit eigenen Besen und Putzgeräten und was immer man da braucht. Ja, also die Betriebsmittel, ne, das wären in dem Fall die Putzgeräte, werden nicht übertragen. Ist schon richtig. Die abweichende Meinung ist vom Europäischen Gerichtshof, und der sah oder hat dazu mal in einem Vorlagefall gesagt, ja. Und zwar hat er abgestellt darauf, betriebliche Funktion. Wird übertragen. Und es ist die Frage, wie setzt man hier den Schwerpunkt? Na, sagt man, ein Betriebsübergang liegt vor, wenn die betriebliche Funktion übertragen wird, dann ist es die Sichtweise des EuGH. Und das ist in der Tat richtig. Die Funktion des Putzens wurde übertragen, in meinem Beispiel. Oder stellt man sich auf den Standpunkt des Bundesarbeitsgerichts, der sagt, ja, das Putzen wird ja von anderen gemacht, aber die bringen ihre Besen selber mit. Das ist die Frage, die hier im Raum steht, ob man Outsourcing als Betriebsübergang ansieht. Ja, ist aber für den betroffenen Arbeitnehmer wirklich eine theoretische Frage. Ja, wenn sowas ansteht, wenn Sie in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten, wo Sie einen fürsorglichen Chef haben, der sich kümmert um seine Leute, und dann steht der Betriebsübergang an, das heißt, das Unternehmen wird verkauft, dann sehen Sie zu, dass Sie wegkommen. Denn der Grund für den Kauf hat mit Fürsorge nichts zu tun. Der Fürsorgegedanke fliegt in dem Moment aus dem Fenster, wo der Vertrag unterschrieben wird. Ja, machen Sie sich nichts vor hier, bitte. Ja, glauben Sie auch bitte nicht, dass da irgendwas besser würde. Ja, die Leute kommen nicht und kaufen einen Betrieb, weil sie ihre Fürsorglichkeit leben wollen. Ja, vergessen Sie das bitte. Sehen Sie zu, dass Sie sich anders orientieren. Okay, so. Was haben wir noch? Man kann hier einen Trick anwenden. Ich nenne das einfach mal Trick, also bei dieser Frage Outsourcing, Betriebsübergang. Trick des Arbeitgebers. Ja, wenn der jetzt nicht so fürsorglich ist und den Bestandsschutz umgehen will, dann sagt er Folgendes, denn der EuGH sagt ja, es ist ein Betriebsübergang, und der EuGH dominiert in dem Fall das Bundesarbeitsgericht. Wenn die betriebliche Funktion übertragen wird, das Putzen übertragen wird, okay, dann muss ich dafür sorgen, dass die betriebliche Funktion eben nicht komplett übertragen wird. Damit wird mein Outsourcing nicht als Betriebsübergang eingestuft, und damit habe ich keinen Bestandsschutz. Ja, denn sonst könnte ja jemand kommen, ich mache das ja vielleicht, um mich von meinen internen Reinigungskräften zu trennen. Wenn aber das, was ich da mache, als Betriebsübergang eingestuft wird, wie der EuGH es sieht, dann kann ich erst kündigen nach einem Jahr, weil die Leute ja dann noch den Bestandsschutz haben nach 613a. Also muss ich dafür sorgen, dass die betriebliche Funktion eben nicht komplett übertragen wird. Und das ist der Trick. Also Trick des Arbeitgebers, des nicht so wohlwollenden Arbeitgebers, ne, der also da wirklich sich von Leuten auch trennen will oder vielleicht auch trennen muss aus wirtschaftlichen Zwängen heraus. Funktion nicht vollständig übertragen. Ja, der behält also betriebsintern einen Putzbeauftragten im Unternehmen. Damit ist die Funktion des Reinigens, des Putzens nicht komplett übertragen. Damit kann keiner um die Ecke kommen und sagen, es ist ein Betriebsübergang, weil eben die Funktion nicht komplett übertragen wurde. Ja?
Das ist die Idee hier. Das ist jetzt schon wirklich ein bisschen höhere Mathematik, ne? Und nicht unbedingt prüfungsrelevant, aber es gibt Prüfer, die vielleicht sich auch hier besonders gut auskennen. Ne? Das ist ein Spezialgebiet. Ne? Also hier gibt es viele, viele Tricks. Das ist ein Spezialgebiet, auch in der Juristerei. Und vielleicht gerät man mal einen Prüfer, der sich gut auskennt. Und dann ist es natürlich schön, wenn man hier Bescheid weiß. Ja? So, das ist also der Trick des Arbeitgebers. Dann die nächste Frage, das ist jetzt allerdings wieder durchaus eine sehr prüfungsrelevante Sache, ist die Sache mit den Mitbestimmungsrechten. Der Prüfer fragt dann oft in der mündlichen Prüfung, kann der Arbeitgeber das so einfach machen oder muss der da jemanden fragen, und der will dann wissen, kommt der Prüfling, kommt der zum Beispiel auf die Sache mit dem Betriebsrat? Ja, auf sowas muss man dann kommen, wenn der Prüfer so fragt. Also Mitbestimmungsrechte ich kürze ab, BR, ne, des Betriebsrats, und zwar nach den Paragraphen, ich mache jetzt zwei Zeichen, Paragraphen 111 und dann natürlich das Betriebsverfassungsgesetz, auch das kürze ich ab. Nach den Paragraphen 111 Betriebsverfassungsgesetz, wenn Sie wissen, wo es steht, super. Hier in diese Paragraphen 111 folgende einzusteigen, ist nicht Ihre Sache. Ja, hier geht es um Macht, hier geht es um Geld. Darauf spezialisieren sich dann Leute, und das ist jetzt nicht die Aufgabe eines Prüflings. Aber wenn Sie schon mal wissen, der Betriebsrat ist hier mit dabei und das steht im Betriebsverfassungsgesetz und Sie können dann noch so ungefähr sagen, wo das steht, super. Ja, das reicht. Ja, und dann noch eventuell, auch wenn Sie darauf kommen, ist das super, ja, eventuell der Wirtschaftsausschuss, denn Sie wissen ja, dass ab einer bestimmten Größe ein Wirtschaftsausschuss gegründet werden muss. Hier ist die Rechtsgrundlage der Paragraph 106 Betriebsverfassungsgesetz. Ja, das ist also, hier geht es darum, dass man weiß, dass es auch ab einer bestimmten Unternehmensgröße einen Wirtschaftsausschuss gibt und dass der eventuell hier was zu sagen haben könnte. Ja, juristische Feinheiten und sowas müssen Sie nicht wissen. Aber das strukturelle Wissen, das ist gut, wenn man das hat. Ja, wenn man weiß, Mitbestimmungsrechte, Betriebsrat und eventuell, wenn das Ding groß genug ist, der Wirtschaftsausschuss. So, und jetzt gibt es noch eine Spezialsache, wo man jetzt schön eine Brücke bauen kann als Prüfer. Ja, versuchen Sie auch immer, sich die Sache aus Sicht des Prüfers mal vorzustellen. Sich in den anderen hineinversetzen ist eine ganz wichtige Sache. Und der Prüfer möchte ja, und seine Aufgabe ist ja auch, ein Gespräch in Gang zu halten. Wie könnte er jetzt eine Brücke bauen? Weil hier ist die Sache jetzt abgefrühstückt. Er könnte ein Spezialgebiet aufmachen und sagen, Outsourcing knüpft also nochmal hier an, bei diesem Thema hier, Outsourcing, und zwar Outsourcing von Personalfunktionen. Was sind Personalfunktionen? Zum Beispiel die Gehaltsabrechnungen. Ja, auch da gibt es externe Dienstleister, die machen das, die haben eigene EDV und so weiter und so weiter. Jetzt sagt der Prüfer, lassen Sie uns hier nochmal einhaken, Outsourcing, Betriebsübergang, wann es Betriebsübergang ist oder nicht, haben wir jetzt geklärt. Aber gibt es Dinge, jetzt nehmen wir an, Sie wollen die Gehaltsabrechnung zum Beispiel outsourcen, gibt es da Dinge, die Sie beachten müssen? Ja, wenn Sie zum Beispiel die Gehaltsabrechnung outsourcen wollen, und da sollte man kommen auf besonders zu beachten, DSGVO und BDSG. Was verbirgt sich dahinter? Die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz. Also mit anderen Worten, bei Outsourcing von Personalfunktionen, wo es um Daten von Menschen geht, sogenannte personenbezogene Daten, ja, ist alles, was man einer bestimmten Person zuordnen kann. Das ist ein personenbezogenes Datum. Ja, wenn Sie messen, wie oft in einem Firmengebäude die Toilette gespült wird, an einem Arbeitstag, ist das nicht personenbezogen. Aber sobald Sie erfassen, wer die Toilette spült und wie oft, ist das ein personenbezogenes Datum. Ja, alles,
was sie neutral sammeln, und das kann in vielen Fällen sinnvoll sein, also Daten zu sammeln ist nicht an sich böse. Aber wenn man jetzt das zuordnet zu Menschen und daraus Profile ableitet, dann wird es gefährlich. Dann wird es wirklich gefährlich. Ja, und deswegen greifen hier diese Gesetze immer und die Regelungen ein bei personenbezogenen Daten. Ja, es ist auch völlig in Ordnung, wenn ein Supermarkt erfasst, wie viele Dosen Tomatenmark in einer Woche verkauft werden. Es ist völlig in Ordnung. Aber wenn man erfasst, wer sie kauft, dann haben wir personenbezogene Daten. Und aus den personenbezogenen Daten kann man ganz, ganz schnell Profile ableiten. Ja, wenn man für, sagen wir mal, über drei Monate erfassen kann, was ein bestimmter Kunde in diesem bestimmten Supermarkt kauft, dann wissen Sie, ob der Kinder hat, dann wissen Sie, ob der Tiere hat, dann wissen Sie zumindest ungefähr, wie groß die Familie ist. Sie können so viele Dinge da herauslesen, die den Supermarktbetreiber gar nichts angehen, ja, wo das also wirklich schon intim werden kann. Da wird es kritisch. Ja, da wird es kritisch. Wenn also wenn die Daten Menschen zugeordnet werden und daraus dann Profile abgeleitet werden. Also Datenschutz ist hier besonders zu beachten. So, und das ist das, was zu sagen ist zur Kündigung bei Betriebsübergang 613a BGB. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.